Der Unterricht von heute ist, was ist das Thema von heute? Ah, ihr wisst alle Bescheid, Tayammum. Ach, deswegen seid ihr gekommen, deswegen interessiert ihr euch so für das Thema. Immer. Oder jetzt speziell für das Thema gekommen. Oder einfach so. Nee, weil normalerweise das Thema Tayammum, das heißt ja so die Ersatzgebetswaschung sozusagen, könnte man sagen, oder die Ersatzabreibung, die anstelle von Russell oder Wudu vorgenommen wird, ist ja eigentlich ein Thema, wo vielleicht der ein oder andere sagen wird, das Thema ist doch wirklich nicht so wichtig für uns. Wir leben hier in Deutschland, ich bin seit 10 Jahren am Beten, beispielsweise, ich habe noch nie Tayammum machen müssen. Ich beispielsweise, ich bin jetzt seit 2001 im Islam, seit über 8 Jahren, ich habe noch nie in meinem Leben Tayammum machen müssen. In 8 Jahren. Und ich war auch in verschiedenen Ländern gewesen, Saudi-Arabien, Ägypten, Marokko, ja. Und in europäischen Ländern sowieso. Aber ich musste noch nie Tayammum machen, weil immer Wasser da ist. Weil heutzutage ist halt diese Infrastruktur bezüglich des Wassers sehr gut vorhanden oder sehr gut ausgebildet. Man hat überall Wasserhähne, man hat überall Toiletten und so weiter. Ja. Deswegen sagt sich vielleicht der eine oder andere, warum reden wir über dieses Thema? Wir reden erstmal darüber, weil im Islam reden wir über jedes Thema. Und mein Ziel ist es eigentlich in dieser Unterrichtsreihe, das ganze Fiqh durchzunehmen. Wir haben schon über Izalatul Najasa geredet, Nawaqidul Wudu, das Gebet, freiwillige Gebete, Dhikr nach dem Gebet. Und so gibt es verschiedene Kapitel. Und deswegen wollte ich das Kapitel Tayammum machen. Und ich wollte eigentlich, dass Brüder das aufschreiben oder Schwestern das aufschreiben, damit wir später ein Buch daraus machen können. Dass man die Texte abschreibt und dann kann man später ein Buch daraus machen. Man muss natürlich dabei wissen, wenn man einen Text abschreibt, ihr könnt damit gerne anfangen, das wäre eine super Sache. Ihr profitiert selber sowieso davon, weil wenn man etwas aufschreibt, und das ist erwiesen, hat man 90% mehr, also erinnert man sich ja 90% mehr, als wenn man es nicht aufschreibt. Insbesondere Leute wie wir, die so aufgewachsen sind. Ich hatte beispielsweise mal kurze Zeit bei einem Scheich studiert, der in Mauretanien studiert hat. In Mauretanien haben die ein anderes System. Die sagen, du darfst nicht aufschreiben während dem Unterricht, weil die sagen, durch dieses Aufschreiben machst du deine Fähigkeit kaputt, durch das Zuhören sofort Dinge zu speichern. Ja, aber ich bin sowieso dran gewohnt, immer alles aufzuschreiben. Aber wie gesagt, in Mauretanien beispielsweise, bei den Schiuch, die sind so eingestellt, dass die sagen, nein, nur zuhören und danach kannst du die Sachen aufschreiben. Damit du trainierst, alleine durch das Zuhören sofort Sachen zu speichern. Und das ist eine Trainingssache. Aber wie gesagt, bei uns ist es schon sehr verkommen, weil wir halt von vornherein immer aufschreiben. Wir gehen einkaufen, benutzen einen Zettel und so weiter. Jedenfalls, ich wollte über alle Fiqh-Themen reden und es wäre schön, wenn Bruder das aufschreiben. Man muss dabei wissen, dass ein schriftlicher Text anders ist als ein mündlicher Text. Und man muss das dann noch etwas umformulieren. Was sehr wichtig ist, oder warum ich auch eigentlich über Tayammum rede, oder warum ich das trotz alledem als sehr wichtig ansehe, ist, dass wir verstehen, wie die großen Gelehrten des Islam erstens Beweise von Koran und Sunna ableiten. Weil das ist etwas, was wir dadurch verstehen. Es gibt heute viele Leute, die behaupten, ja, ich mache das so, weil ich bin Hanafi. Oder ich mache das so, weil ich bin Maliki. Aber sie verstehen eigentlich den Madhhab, diesen Weg, den diese Menschen gegangen sind, gar nicht. Weil sie sind darüber nicht informiert. Das ist einfach nur ein blindes Folgen. Und man würde einen großen Nutzen davon haben, wenn man lernt, wie sind diese Menschen überhaupt auf diesen Istinbat, auf diese Ableitung gekommen. Denn wenn wir diese Herangehensweise lernen, und ihr werdet gleich einiges darüber erfahren, kriegen wir ein viel besseres Verständnis für Ayats aus dem Koran und für Hadithe aus der Sunna des Gesandten Allahs, alayhi salatu wassalam. Weil ich will nicht nur einfach erwähnen, wie machen wir das, sondern ich will auch erwähnen, warum machen wir das. Und gibt es Meinungsverschiedenheiten? Warum sagt der eine so, der andere so? Ich habe mich insbesondere an das Buch Majmu' Sharh Muhadhab von Imam Nawawi gewandt, weil er so gut wie alle Meinungen der Madhahib erwähnt und auch die einzelnen Beweise erwähnt.
Ansonsten habe ich mich sehr stark auf das Buch Al-Umda im Hanbali-Madhab fixiert in dieser Sache. Und das, was wir hier machen, ist im Großen und Ganzen basierend auf den Hanbali-Madhab, so wie auch sonst die Unterrichte, die ich bisher in Fiqh-Klassen gemacht habe. Und wie gesagt, ist es dazu da, um zu lernen, wie diese Leute ein Istinbat, eine Ableitung von Koran und Sunna machen. Etwas anderes sehr Wichtiges dabei ist, dass wir wirklich auch Respekt vor anderen Meinungen bekommen. Ich sehe heute wirklich eine große Unwissenheit bezüglich dieser Angelegenheit, auch bei Jugendlichen, in allen Altersklassen. Ja, man sieht beispielsweise, dass irgendjemand in der Moschee sitzt, der seit das Gebet halt auf die eine oder andere Art gelernt hat. Und dann kommt ein Jugendlicher rein, der anders betet. Und er fängt an, ihn auszulachen oder zu beschimpfen oder sagt, das, was du machst, ist falsch und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ein Ausdruck von Jahl Murakkab, von der schlimmsten Art der Unwissenheit. Die schlimmste Art der Unwissenheit ist die Unwissenheit von demjenigen, der sich nicht bewusst ist, dass er unwissend ist. Denn derjenige, der unwissend ist, aber weiß, dass er unwissend ist, der wird seine Meinung nicht rausposaunen. Das zeigt, wir haben einen Mangel an Wissen, deswegen kritisieren wir oft andere Meinungen, obwohl diese Meinungen auch teilweise Hand und Fuß haben könnten. Genauso ist mit einigen jugendlichen Muslimen, die beispielsweise das Gebet auf eine bestimmte Art und Weise lernen und dann zu ihren Eltern gehen und sagen, das, was ihr macht, ist alles verkehrt. Weil wir haben Hadithe so und so. Er ist sich nicht bewusst, dass es auch noch andere Hadithe gibt. Und ich sage, jeder muss das tun, wo er glaubt, dass er der Sunna am nächsten ist. Aber wir sind nicht dazu befugt oder es ist nicht unser Recht, Leute, die großen Gelehrten folgen, auf teilweise unrespektvolle Art zu kritisieren. Wichtig ist, dass die Menschen, wenn sie einem großen Gelehrten folgen, diesem Gelehrten nicht folgen, weil er der Gelehrte so und so ist, sondern weil sie der Meinung sind, dass er das besser verstanden hat als sie. Das ist eine andere Sache. Deswegen, aber es ist kein Problem, der Meinung von einem Gelehrten in einer bestimmten Meinung zu widersprechen, wenn einem klar geworden ist, dass der Beweis von einem anderen großen Gelehrten, das heißt die Ableitung von Koran und Sunna von einem anderen großen Gelehrten stärker ist. Und das ist etwas, was viele auch nicht verstehen. Ich habe beispielsweise mal eine Fatwa gelesen, wo mir echt die Haare zu Berge standen. Von einem gewissen Mufti aus Südafrika. Der wurde gefragt von einem Mann, der geboren im Hanafi-Madhab ist. Er wurde von ihm gefragt, dass er, also er wurde gefragt, also von diesem Mann wurde er gefragt über die Situation von ihm, dass er nun in eine Gegend gezogen ist, wo die meisten Gelehrten Schäfi-Gelehrten sind. Und dass er im Moment nur mit den Schäfi-Leuten zu tun hat. Und dass er die Beweisführung von ihnen stärker findet als bei den Hanafi-Leuten. Ob er den Madhab wechseln darf? Diese Frage war das. Die Frage war nicht gewesen, darf ich von jedem Madhab das Leichteste nehmen? Die Frage war nicht gewesen, kann ich einfach meine eigenen Gedanken in die Religion mit reinbringen? Die Frage war gewesen, kann ich einem anderen Gelehrten folgen, als dem ich vorher gefolgt habe, wenn ich der Meinung bin, dass der andere Gelehrte näher an der Sunna ist? Was muss die Frage sein? Man muss sich jetzt mal vorstellen, vor Allah. Du stehst vor Allah. Allah verlangt von dir, dass du der Sunna des Gesandten Allahs folgst. Er sagt dir aber auch im Koran oder aus der Sunna und aus unserer Erfahrung herauskommt, dass wir nicht in der Lage sind, einfach ein Istinbat zu machen, weil wir einen Vers so oder so verstanden haben. Aber wir sind in der Lage, die Meinung von Gelehrten nachzuvollziehen, wenn sie ihre Meinung mit Beweisen illustrieren. Das heißt, wenn der Gelehrte sagt, so und so und so ist das, weil der Prophet sagt, so und so und so und so und so. Und das ist ein großer Gelehrter wie Imam Malik, Schafi und so weiter. Ja, beispielsweise. So, dann sind wir in der Lage nachzuvollziehen, warum er dies so gesagt hat. Und wenn wir wissen, warum der andere andere Beweise gebracht hat, dann kann man etwas herausfinden, weil die Religion ist keine Zauberei.
Was sagt dieser Mufti zu ihm? Er sagt zu ihm, nein, das ist nicht erlaubt. Wenn man in diesem, wenn du im Hanafi-Madhab geboren bist, dann musst du auch darin sterben. Ich frage mich, wo ist die Grundlage von Koran und Sunna, so eine Aussage zu tätigen? Dieser Mann wird am jüngsten Tag gefragt, wem hast du gefolgt? Wem hast du gefolgt? Er wird sagen, ja. Ich habe einfach so das, was meine Eltern gemacht haben, gefolgt. Was steht im Koran? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاؤُنَا. Wenn zu ihnen gesagt wird, kommt zu Allah und kommt zu dem, was Allah herabgesandt, kommt zum Gesandten, dann sagen sie uns genügt, worauf wir unsere Eltern vorgefunden haben. Natürlich ist das jetzt nicht zu vergleichen, ja, ich meine, er folgt nur einem Willen, aber trotz alledem ist eine gefährliche Sache. Das heißt, unsere Maßstab ist immer bei jeder Fiqh-Sache, erstens, wir machen keine eigenen Meinungen, die vorher kein großer Gelehrter der Salaf hatte. Das heißt, die Meinung, das Verständnis, was du hast, muss mit einem großen Gelehrten der Salaf übereinstimmen. Und wir suchen uns nicht überall das Leichteste raus. Jetzt kommen wir zu Tayammum. Weil das ist eine wichtige Grundlage, um tiefgründiges Verständnis zu kriegen. Erstmal, wie fangen die Gelehrten an, wenn sie eine Sache im Fiqh erklären? Sie fangen erstmal mit der linguistischen Bedeutung des Wortes an. Denn die linguistische Bedeutung des Wortes verdeutlicht immer die Bedeutung der Angelegenheit im Schar, in der Scharia, in der islamischen Gesetzgebung. Ja? Wir haben einmal die linguistische Bedeutung und einmal die Scharia-Bedeutung. Beispielsweise As-Salah bedeutet eigentlich Verbindung. Das heißt, es ist eine Verbindung mit Gott. Das heißt, im sprachlichen Sinne Verbindung. Im sprachlichen Sinne Verbindung. Aber in der Scharia bedeutet das, fünfmalige Gebet zu bestimmten Zeiten auf bestimmte Art und Weise. Aber wir wissen jetzt, dass dieses Gebet fünfmal am Tag eine Verbindung, eine besondere Verbindung mit Gott ist. Und so weiter. Was heißt Tayammum? Tayammum heißt Beabsichtigung in der Sprache. Und in der Scharia-Bedeutung heißt das, was Beabsichtigung von reiner Erde, Qassu Sa'id, also das heißt Beabsichtigung von reiner Erde, li istibaha, um das halal zu machen, ma yubihu bihi al-ghusl wal-wudu. Oder Tayammum ist also die Beabsicht von reiner Erde, um das halal zu machen, was Ghusl und Wudu halal macht. So. Wir sagen hier nicht anstelle von Wudu und Ghusl, sondern um das halal zu machen, was Wudu und Ghusl hat. Denn die Gelehrten sagen, dass Tayammum nicht dasselbe Urteil hat wie Ghusl und Wudu, im Sinne von, zum Beispiel, dass wenn du jetzt Tayammum gemacht hast, dass du für jedes Pflichtgebet nochmal Tayammum machen musst. Aber wir werden dann nachher in Schara noch drauf kommen. Jetzt fragen wir natürlich erstmal, wo ist der Beweis vom Koran? Weil das ist die Herangehensweise. Wenn wir sagen, ja, Tayammum gibt es im Islam, wir fragen, wo ist der Beweis vom Koran? Und da haben wir in Sure 5, Vers 6 den berühmten Vers. Ja, ayu alladhina amen, o die ihr glaubt. Idha kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum. Wenn ihr zum Gebet kommt, so wascht eure Gesichter. Und dann, wa aydiyakum ila al-marafiq, und eure Hände bis zu den Ellbogen. Wa amsahu bi ru'usikum, und streicht über eure Köpfe. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, und eure Füße bis zu den Knöcheln. Ja? Und dann sagt er, wa in kuntum junuban fatahharu. Und wenn ihr Junub seid, das heißt große rituelle Unreinheit, zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr, so fatahharu. Mit Taharu ist hier Ghusl gemeint, dass man die große Unreinheit wegmacht. Taharu heißt eigentlich reinigen. So. Dann sagt er weiter, in kuntum marda, au ala safarin, au ja'ahadu minkum il-ghaid, au lamastum un-nisa. Das heißt, und wenn ihr krank seid, oder auf der Reise, oder einer von euch kommt vom Abort, Toilette, oder ihr habt die Frauen berührt, فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا. Und ihr findet dann kein Wasser. Das heißt, du bist auf der Reise
oder du findest kein Wasser oder du bist krank. Das heißt, sie werden zwei Bedingungen gemacht. Du bist krank, kannst kein Wasser benutzen. Oder du bist auf der Reise, du hast kein Wasser, beispielsweise. Ja? Und dann hast du die Frauen berührt, ja? Zum Beispiel Geschlechtsverkehr gehabt, oder berührt mit Lust, oder du kommst von Abort. So, was machst du dann? Jetzt hast du kein Wasser. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. So beabsichtigt reine Erde. Dann sagt er, فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. Dann streicht damit über eure Gesichter. وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. Und eure Hände. Und eure Hände damit. Das heißt, mit dieser Erde streicht ihr über die Gesichter und über die Hände. Das heißt, hier haben wir jetzt erstmal auf jeden Fall den klaren Beweis für Wudu. Man könnte auch daraus verstehen, dass für Russel, für die große Unreinheit, weil da vorher erwähnt wird, und je nachdem, wie wir verstehen, oder wenn ihr die Frauen berührt habt. Aber wir haben auch noch klare Beweise, dass es für den Junub, für den, der in der großen rituellen Unreinheit ist, dass es für den auch gilt. Und zwar der Hadith von Amr ibn Yasir, und der Hadith ist im Bukhari. Amr ibn Yasir ist aufgewacht, hat kein Wasser auf der Reise und er wusste nicht, was er machen soll. Dann hat er sich in der Erde gedreht, also im Staub gewälzt sozusagen, und dann hat er danach gebetet. Und dann hat der Prophet a.s. gesagt, innama yakfika hakava. Er hat gesagt, es hätte dir das gereicht. Und er schlug einmal auf den Boden und strich dann über sein Gesicht und über seine Hände. Das hätte dir gereicht. Also das heißt, du brauchst dich nicht im Staub zu wälzen, sondern dir reicht schon ein Schlag, Gesicht und die Hände. Das hätte dir gereicht. Das ist der Hadith im Bukhari. So. Wenn wir den Hadith erwähnt haben, dann kommen wir direkt zu Sifatut Tayammum. Weil hier gibt es die ersten Meinungsverschiedenheiten. Sifatut Tayammum bedeutet, wie macht man Tayammum? Ich habe gerade gezeigt, ja, wie es in diesem Hadith, der authentischste Hadith in diesem Bab ist, gemacht wird. Ein Schlag und über das Gesicht und über die Hände. Das ist die erste Meinung. Jetzt gibt es zwei Ichtilaf in dieser Sache. Eigentlich sogar drei. Und ich muss sagen, Tayammum ist eines der Kapitel, wo es vielleicht die meisten Meinungsverschiedenheiten gibt. Warum erwähne ich die Meinungsverschiedenheiten? Damit wir auch Respekt vor der Meinung anderer Gelehrter bekommen. Weil ansonsten bringe ich euch jetzt das bei, was der Hanbali-Madhab sagt. Und dann kommt in die türkische Moschee und dann machen die es dort anders und dann sagt ihr, ey, ach, die haben gar keine Ahnung und so weiter und so fort. Oder wenn die in der türkischen Moschee beispielsweise sagen, also bei Hanafiten, ich habe jetzt türkische Moschee nur als Beispiel gegeben, weil wir viele türkische Moscheen haben, die sagen dann, weil vielleicht da jemand ist, der den Hanbali-Madhab nicht kennt, der sagt, du machst das falsch, dann kannst du ihm sagen, bei uns im Madhab ist das so. Und aus dem und dem Grund, weil Amr ibn Yasir in Bukhari hat so gemacht und so. Jetzt gibt es einen anderen Hadith, der ist in Darakutni. Dort wird gesagt, dass der Prophet a.s. gesagt hat, At-Tayammumu Darbatan. Der Tayammum sind zwei Schläge. Darbatun lil-Wajh. Also zwei Schläge. Ein Schlag für das Gesicht. Und ein Schlag für die Hände bis zu den Ellenbogen. Das heißt, hier ist der Unterschied. Wo? An zwei Stellen. Erste Stelle, zwei Schläge. Zweite Stelle, dass die Hand bis zu den Ellenbogen gemacht wird. Und von den Gelehrten der vier Madhahib sagt Al-Shafi'i und Al-Hanafi, dass es bis zu den Ellenbogen gemacht werden muss. Ja. Und Maliki sagt, ist es Sunnah. Es ist besser bis hierhin zu machen, aber bis hierhin reicht. Und bei Hanbali, die sagen, die Sunnah ist bis hierhin, aber es ist auch erlaubt, weiterzumachen. Ja? Aber zum Beispiel Imam Shafi'i sagt im Buch, obwohl er auch Shafi'i, Imam Nawawi, obwohl er Shafi'i Madhab ist, sagt im Buch Majmu' Shar Muhadhab, eines der klassischen Fiqh-Bücher im Shafi'i Madhab,
sagt er das eigentlich von der klarsten Aussage her, die stärkste Aussage, das ist mit Amr ibn Yasir. Also das eigentlich von der wortwörtlichen Bedeutung her das gemeint ist, was der Hanbali-Madhab auch sagt. Hier ist es allerdings so, was machen wir jetzt mit dem Hadith, der sagt, At-Tayammum darbatan, darbatun lil-wajh wa darbatun lil-yadayn ilal-mirfakayn. Tayammum sind, der Hadith in Darakutni, sind zwei Schläge, ein Schlag fürs Gesicht und ein Schlag von den Händen bis zum Ellenbogen. Dieser Hadith ist unauthentisch. Ist ein unauthentischer Hadith. Und andere Gelehrte haben ihn akzeptiert, weil es verschiedene Wege gibt und so weiter. Das heißt, das ist hier keine so einfache Angelegenheit, wo wir sagen, ja, der ist falsch und der ist richtig und der ist falsch und der ist richtig. Ja, weil wir erleben es heute des Öfteren, dass auch jüngere Brüder jemanden sehen, wie er etwas macht und dann dort sagen, ah, das ist falsch und das darfst du so nicht machen, das ist bitter. Wie gesagt, keiner von den vier Gelehrten hat gesagt, es ist bitter, bis hierhin zu machen. Keiner hat das gesagt. Ja, und wir wissen auch, so, dass sie das untereinander auch respektiert haben. Und inshallah ist die stärkste Meinung, weil das der stärkste Hadith ist, die Meinung von Amr ibn Yasir. Aber wenn wir jetzt jemanden sehen, der Maliki Madhab ist oder Hanafi Madhab oder Shafi Madhab ist und er macht dann jetzt bis hierhin und nimmt zwei Schläge, dann sagen wir auch nicht, was bist du für ein Mubtadi, du machst total falsch und hin und her. Weil das ist die falsche Herangehensweise. Deswegen habe ich vorher gesagt, wir lernen diese Sachen auch, damit wir Respekt lernen vor den anderen Leuten zu haben. Jetzt, nehmen wir mal an, das, was Imam Ahmed gesagt hat, ist falsch. Nehmen wir das mal an, bei Gott. Dann haben wir aber das getan, womit wir, was wir mit unserer Fähigkeit, mit unserem Vermögen, was Gott uns gegeben hat, erreichen konnten. Das heißt, wovon wir Wissen bekommen konnten. Und Gott wird unsere Gebete annehmen in dieser Sache. Alhamdulillah. So, jetzt etwas anderes. Wir sehen also jetzt, die Säulen des Tayammum sind erstens, dass das Gesicht gewaschen wird. Das heißt gewaschen. Dass über das Gesicht gestrichen wird. Zweitens, dass über die Hände gestrichen wird. Drittens, dass das Gesicht vor den Händen gemacht wird. Denn der Hadith sagt ganz klar, sagt dieser, der Ayat im Koran, فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. Das heißt, der nennt zuerst das Gesicht, dann die Hände. Dann, dass dies hintereinander sofort geschieht. Nicht, dass ich jetzt das Gesicht mache und in einer halben Stunde mache ich die Hände. Dies sind die Arkan von Tayammum im Hanbali-Madhab. Die Säule, die sind die Dinge, die gemacht werden müssen. Ist bisher alles verstanden? Ja? Bei dir auch? Alles okay? Was, mich? Ja, du guckst mich so... Nee, ich höre dir zu. 36. Ja. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Also bisher ist alles angekommen, was ich gesagt habe. Ja, alles verständlich, alles... Okay, gut. Jetzt fragen wir, wann ist Tayammum erlaubt? Wann ist das erlaubt? Wir haben eben schon den Hadith genannt, den Ayat genannt. Der Ayat sagt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, welche zwei Dinge werden in dem Ayat genannt oder eine Sache wird eigentlich genannt, wann man Tayammum machen kann? Ich wiederhole den Ayat nochmal, ja? Ya ayyuha alladhina amanu, idh kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila marafik. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَهَرُوا. Das ist der erste Teil. Und jetzt geht's weiter. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْغَائِطُ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ. Ja, das heißt, er sagt, wenn ihr krank seid oder auf der Reise und ihr habt die Frauenbruder kommt vom Abort, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً und ihr findet kein Wasser. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا. Also wann darf man das machen? Wenn man Geschlechtsverkehr hat oder... Ja, okay, aber da muss ich ja Wasser machen. Also das hat jetzt nichts mit Tayammum zu tun. Wenn man kein Wasser findet. Genau, wenn man kein Wasser findet. Und da wird davor noch etwas anderes genannt. Die Safar, die Reise wird genannt, weil das eines der üblichen Situationen damals war, wo man kein Wasser findet auf der Reise. Okay? Also wenn man kein Wasser findet oder... Was ist dann noch? Wenn ihr krank seid. Das heißt, wenn du durch das Wasser geschädigt werden würdest, ja, so.
Es gibt also drei Dinge. Erstens, es muss ein Entschuldigungsgrund da sein. Dieser Entschuldigungsgrund ist entweder, dass kein Wasser da ist, mit den Unterkategorien, oder Krankheitsgründe. Ich komme gleich auf die einzelnen Dinge zu. Dann, dass der Eintritt der Zeit vom Gebet da ist. Das heißt, Tayammum, nur Abu Hanifa sagt, kann man vorm Eintritt der Zeit machen. Das heißt zum Beispiel, Dhuhr ist um 13.45 Uhr, fängt Dhuhr an, und ich mache jetzt um 13.30 Uhr Tayammum. Der Einzige, der das erlaubt, ist Abu Hanifa. Die anderen sagen, nein, erst nach dem Eintritt der Zeit. Dritte Sache ist, dass du die Niyya haben musst. Und die Niyya hier muss für diese spezielle Sache sein. Wenn du zum Beispiel die Niyya für ein freiwilliges Gebet hast, kannst du mit dieser Niyya kein Pflichtgebet beten. Weil diese Sache eine Ruchsa ist, eine Erleichterung. Und wir haben eben die Definition gehabt, es ist nicht dasselbe Urteil wie bei Wudu, sondern es ist nur eine Ersatzabreibung. Deswegen, wenn du die Niyya hast für ein Fardgebet, kannst du damit die Sunna-Gebete auch beten. Aber wenn du die Niyya hast für ein Sunna-Gebet, kannst du nicht die Fardgebete beten. Dann, wenn du jetzt beispielsweise das gemacht hast mit der Niyya, das kann man auch machen mit der Niyya für Geschlechtsverkehr. Denn die Frau, die ihre Tage, bei der ihre Tage aufgehört haben, die muss Russel machen, bevor sie mit ihrem Mann schlafen darf. Und wenn sie jetzt kein Wasser findet, dann kann sie, oder weil sie krank ist, das Wasser würde sie schaden, da kann sie Tayammum machen und mit ihrem Mann schlafen. So, man kann auch Koran lesen, kann man auch nicht, wenn man Junub ist. Wenn ich jetzt beispielsweise Koran lesen kann man nicht, wenn man Junub ist, aber wenn man eine Frau ist, ja, und man hat die Frau hat ihre Tage, und die Frau fürchtet etwas vom Koran zu vergessen, weil die Tage eventuell 7 Tage, eventuell sogar mehr dauern, dann kann sie Koran lesen, sie soll den Mushaf aber nicht berühren. Ja? In diesem Fall, bei dem der Junub ist, das heißt, der durch Geschlechtsverkehr verunreinigt ist, jetzt ist es etwas anderes. Weil er kann theoretisch eine Dusche nehmen oder Tayammum machen und ist gereinigt. Jetzt. Wenn jetzt derjenige, der Tayammum gemacht hat, weil er Junub war, er hat also Geschlechtsverkehr gehabt mit seiner Frau, jetzt möchte er Koran lesen. Nicht den Mushaf anfassen, weil den Mushaf darf man nur anfassen, wenn man Wudu hat. Aber Koran lesen kann man ohne Wudu. Jetzt, der Beweis dafür ist, dass der Prophet, nachdem er geschlafen hat, von Surat Ali Imran gelesen hat. Ja? Jetzt. Und wenn man geschlafen hat, wissen wir, dann hat man Wudu verloren. Jetzt, nochmal darauf zurückzukommen. Jemand hat beispielsweise Geschlechtsverkehr gehabt mit seiner Frau. Jetzt möchte er Koran lesen. Er hat kein Wasser. Er macht Tayammum, liest Koran. Er zitiert, nicht den Mushaf in der Hand halten, sondern er zitiert nur. Zum Beispiel Ayat al-Kursi. Er will Ayat al-Kursi lesen. Vielleicht, weil er auch schlafen gehen will. Jetzt hat er gerade Tayammum gemacht und jetzt, bevor er anfängt, den Koran zu lesen, was passiert? Er lässt Luft raus. Das heißt, er verliert Wudu. Aber Russel nicht. Was haben wir gesagt? Er kann Koran lesen, wenn er den Junub-Zustand nicht hat. Das heißt, er kann dann Koran lesen. Ist das verstanden? Alles verstanden? Okay. Jetzt kommen wir zu diesen Punkten. Es waren also drei Sachen. Erstens, Entschuldigungsgrund, entweder Krankheit mit den Unterkategorien oder dass kein Wasser vorhanden ist. Zweitens, Eintritt der Zeit. Drittens, die Niyya, spezielle Niyya. Ja. Jetzt fangen wir an. Erstens, Krankheit, gibt es verschiedene Situationen. Erstens, die pure Krankheit. Wenn er das Wasser nimmt, wird die Krankheit verschlimmern, beispielsweise. In diesem Fall kann er ohne Bedenken Tayammum machen. Er schlägt über das Gesicht und über die Hände. Ja? Zweite Sache, Kälte. Er hat Angst, dass er durch die Kälte, dass die Krankheit verschlimmert wird, oder dass er sogar stirbt, oder dass die Heilung
aufgehalten wird. Weil es unheimlich kalt ist und das Wasser besonders kalt ist. Hier sagen übrigens die Gelehrten, wenn man die Möglichkeit hat, das Wasser zu erhitzen, ist es nicht erlaubt, Tayammum zu machen. Weil es gibt viele Leute, die das sehr leicht nehmen. Ja, und ich habe das selber schon erlebt in Marokko. Die haben beispielsweise, da gibt es einige Brüder, natürlich nicht alle, habe ich gesehen, die schlafen mit ihrer Frau in der Nacht. Und morgens machen die Tayammum, weil es zu kalt ist.